Hallo, hier ist der Roland. Im heutigen Video über Smart Cubes wollen wir uns mit dem Rubik's Connected und der Original-App dazu beschäftigen. Und das ist dieser schöne Cube. Der hat das unauffälligste Ladeteil, wie ihr hier seht. Und am Cube selber ist es allerdings am offensichtlichsten, dass es ein Smart Cube ist, der also einen Akku enthält, weil dieser Sticker eben unübersehbar diese Ladefunktion den Anschluss dafür hat. Ja, das ist der Rubik's Connected. Und um ihn wach zu kriegen, muss man einfach mal irgendeine Drehung machen. Und jetzt können wir die App starten. Das ist die Original von Rubik's dafür vorgesehene. Und wenn wir Glück haben, findet er dann jetzt relativ bald den Cube. Da ist er. Und jetzt lädt er. Und da sind wir. Sieht relativ aufgeräumt aus. Wir gucken uns jetzt so die Basisfunktionen mal an. Wenn man jetzt so neu reinkommt und dann sieht man als erstes hier Quick Timer, denkt man sich, okay, Timer ist ja aber nicht schlecht, probiere ich mal aus. Okay, die Grundhaltung kennen wir, weiß oben, grün vorne. Um den Timer zu starten, drehe eine der Seiten. Also kein Scramble wird vorgegeben, sondern sobald ich hier drehe, ich mache mal Tipa. Ja, ach so, er zählt weiter. Okay, also mache ich noch einen T-Perm, dann ist das Ding wieder gelöst. Gut gemacht. 8 Sekunden für 2 T-Perms und eine lange Pause. Und man kann dann nochmal spielen. Okay, da fragt man sich, das ist glaube ich nicht das, was man sucht. Also sucht man ein klein bisschen, wo man das denn findet. Auflöser, Statistiken, Red Bull Rubik's. Die ist ja schon lange vorbei, der World Cup von Rubik's und Red Bull. Gut, also da sind wir offenbar nicht richtig. Also gucken wir mal, was es hier noch gibt. Gibt es hier so ein Pokalding? Da gibt es irgendwelche Rankinglisten. Dann gibt es hier, weiß ich nicht, was das sein soll. Aha, okay, Wettbewerbe. Das soll Wettbewerbe heißen. So, und da kommen wir der Sache jetzt schon näher. Das ist, glaube ich, das, was wir eigentlich gesucht haben. Und da klicken wir mal zunächst auf Solo. Und wieder die Position bestätigen. So, jetzt hat man hier 90 Sekunden Zeit, um den Scramble auszuführen. Machen wir das mal. Ich drehe mal was Falsches, kennt ihr ja schon. Dann zeigt er das oben drüber so an, dass man es korrigieren muss. Und jetzt scramblen wir aber mal, wenn es geht, richtig durch. Man sieht nie den ganzen Scramble. Aber vielleicht ist das sogar ganz gut, weil man dann nicht einfach mit einem Screenshot frischen kann. Wie auch immer. So. Gut, dann haben wir jetzt hier die Inspection-Zeit läuft hier schon. Und sobald man eben anfängt zu lösen, dann, ja, sehr selbst erklärend, was er macht, ne? Aber das ist falsch und so. Und was ist das? Wofür habe ich eigentlich PLL Recognition gelernt, wenn ich mir dann doch nicht sicher bin? Okay, eine 30. Naja. So. Mit Konfetti und kann man, wenn man will, nochmal spielen, wollen wir jetzt aber nicht. Das ist die Timer-Funktion, das reicht ja mal zum Demonstrieren. Man kann sich jetzt für den Solve hier noch außer den Umdrehungen der Zeit weitere Statistiken einblenden lassen. Das zeige ich mal eben. Das ist aber hier sehr klein geschrieben. Also 2,94 TPS waren das jetzt. Er hat erkannt, dass es CFOP war. Und dann kann man sich jetzt hier die einzelnen Schritte angucken. Cross, F2L, OLL und PLL. Und ja, ich finde das ein bisschen sehr klein geschrieben hier alles. Weiß ich nicht, warum man das nicht anders macht. Erweiterte gibt es dann noch. Dann bekommt man hier noch solche Statistiken. Also schön bunt. Und da ist dann, denkt man, wäre der Solve. Aber das ist auch nur so L, D, L-Strich, Pünktchen, 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 B-Strich. Ja, was sagt mir das jetzt? Nicht wirklich viel. Also eine komplette Reconstruction sieht meiner Meinung nach anders aus. Ja, okay. Aktive Zeit ist auch eine etwas komische Darstellung hier. Ja, also ich finde, das machen andere Apps, allen voran Cubist, eigentlich schöner. Okay, also das sind die Statistiken. Gehen wir mal ins Hauptmenü. Aber so kann man eben, wenn man will, das Ding ganz normal als Speedcube verwenden und ein bisschen trainieren.
So, dann gibt es hier den zweiten Bereich Profi-Cuber. So, wieder die Grundposition, weiter. Und da gibt es verschiedene Bereiche. Man kann gegen einen Anfänger spielen, Anfänger wohnen, laut Cubing, hier laut Rubik's in London. Normale Leute in Paris. In Rom sind die schwer zu schlagenden Cuber und in New York sind die Experten. Und dann gibt es noch Rio, schnelles Match, kein Wettlauf, weiß ich nicht. Und hier geht es in den World Cup. So, also interessanterweise haben die den immer noch drin. Ich klicke auf Match Suche, nichts passiert. Das hätte man inzwischen mal überarbeiten können. Na gut, immerhin ist der World Cup jetzt schon über ein halbes Jahr her oder so. Nehmen wir mal Rome und dann gehen wir auf Match Suche, weil Freunde habe ich jetzt hier drin nicht gespeichert. Weiß ich noch nicht, wie das geht. So, und jetzt zeigt sich schon mal eine ganz tolle Funktion. Der meint, er müsste jetzt jedes Mal den Bildschirm drehen. So, also versuchen wir das jetzt mal so. Er sucht und sucht und sucht und sucht. Und jetzt kämpfe ich gegen Mackenzie Smith. U, L2B, L-F, L2, U2D, F, L, B, R, B2, F, 2D, 2R, 2U, F2, L2, B2, U, F2. Und jetzt warten wir noch auf den Gegner. Jetzt können wir schon mal ein bisschen cheaten und hier mal gucken, wo wir anfangen. Okay, man sieht, er hat den gleichen Scramble. Okay, achso, wir dürfen jetzt hierbei nicht für beginnen, das habe ich schon ausprobiert. Hier muss man warten, bis sozusagen die komplette Inspection-Zeit vorbei ist. Sonst zählt das als DNF, weil man zu früh angefangen hat. Ja, ein bisschen ungewöhnlich, aber na, wo ist er denn? Da ist er, okay. Ich sehe hier wirklich zu wenig. So, und ich mache lieber wieder Two-Look. Ist sicherer. Und damit habe ich gegen Mackenzie Smith gewonnen. Und der Gegner hat verlassen, sonst kann man hier nochmal einen Rückkampf vereinbaren, sozusagen. Und das war also jetzt schwer. Nehmen wir mal Experte, damit ihr auch seht, wie ich verliere. Also wieder Matchsuche. Jetzt sind wir in New York. Und ihr seht, es schaltet immer hin und her mit links und quer. Das finde ich auch nicht gerade optimal gelöst. Da wäre es schon besser, wenn die App sich auf eine Richtung einigt. Die von Gen ist nur im Querformat und die meisten anderen sind nur im Längsformat. Okay, jetzt gegen Andrew. Und jetzt ist auch weniger Zeit zum, muss ich mich mal beilen, zum, na, das war schon falsch rum. Jetzt werde ich wahrscheinlich schon disqualifiziert, weil ich nicht schnell genug gescrambled habe. Ach, knapp hat es geklappt. So, ich weiß auch nicht, warum ich da angefangen habe. Okay. Schaut mal auf den Move Count von dem Gegner, wie viele Züge der angeblich in der Zeit gemacht hat. Also es gibt hier ständig nur Gegner. Ich hatte da gerade 88 Züge, der hat ungefähr doppelt so viele gemacht. Manchmal stehen hier auch so Sachen wie 195 und so. Und das halte ich nicht für sehr realistisch, dass jemand, der ungefähr 30 Sekunden für seinen Solve braucht, in der Zeit aber so viele Züge macht. Also wer so schnell dreht, der hat dann auch ein kürzeres Lösungssystem. Das hat man jetzt hier gerade bei den angeblichen Experten. Hat man das sehr häufig und daraus schließe ich mal, dass das höchstwahrscheinlich ein Bot ist, gegen den man da gespielt hat. Sehr unwahrscheinlich, dass es da jede Menge Experten gibt, die 30, 40 Sekunden brauchen und aber massig Züge in der Zeit machen. So, gut, das ist also schon ein Teil meiner Kritik an dieser App.
Ja, gehen wir wieder hier raus. Ja, das können wir hier immer hin und her drehen. Also das nächste Thema ist jetzt hier Scrambling. Auch ein Wettbewerb. Ich lasse es schon mal direkt so rumliegen. Weiter. Ach, nehmen wir normal. Matchsuche. Ach so, jetzt muss ich selber erstmal durcheinander bringen. Okay, sollte reichen. Und jetzt sucht er wieder. Und was ist jetzt die Aufgabe? Ach so, genau. Ich soll jetzt gleich, kriege ich ein Scramble vorgegeben oder ob ich schneller scramblen kann als der andere. Also, er rechnet jetzt einen Scramble, der den Würfel wieder löst, sozusagen aus. Aubre, wie auch immer. So, und da sieht man jetzt zwei so Raketen. Okay, mein Scramble ist natürlich ein anderer. Ups. Was mache ich denn hier? Okay, also ich bin trotzdem wahnsinnig viel schneller als der andere. Sensationell. Okay. Das ist Scramble Match. Warum auch immer. Dann gibt es Herausforderungen. Okay, und weiter. Nehmen wir eine Stufe höher. Und er sucht wieder einen Gegner. Dafür, dass es doch meistens nur Bots sind, finde ich das ein bisschen sehr lange, wie er angeblich sucht. So, was war denn da noch die Aufgabe? Achso, jetzt soll ich dieses Feld nachbauen. Okay, also ich brauche da irgendwo jeweils eine rote. Da unten brauche ich eine grüne. Jetzt habe ich die Kanten schon mal richtig. Hier muss eine gelbe rein, da muss eine weiße rein. Stimmt das? Ne, das stimmt gar nicht, das hier sind rot. Das sind rote, ich habe mich da vertan. So, das ist kein Orange, das ist rot. Ne? Also, jetzt hat der Gegner umso mehr Chancen. Das stimmt, das stimmt. Und jetzt muss da weiß rein. Da muss gelb rein. Da muss blau rein. Gibt es hier irgendwo einen blauen? Ja. Und da muss nochmal weiß rein. Da war es, genau. Seltsamerweise muss es auch ausgerichtet sein. Hat noch geklappt. Zu den, machen wir mal eine schwieriger, Matchsuche. So, interessanterweise ist es auch so, dass man den jetzt nicht vorher lösen muss, sondern es hängt ja quasi davon ab, welches Bild der einem anzeigt. Und wenn man die eine Seite richtig hat, das wollte ich eben zeigen, nehmen wir mal an, das wäre das Muster, was man braucht, dann muss man halt den hinteren Teil noch drehen, dass dann auch der Center, der oben abgebildet ist, also weiß in dem Fall, dort richtig liegt, sonst zählt es noch nicht. Okay, da sollen jetzt drei grüne hin. Da oben wäre orange, da soll blau und da unten soll rot. Okay, da soll eine rote dazwischen. Da soll eine blaue dazwischen, da soll eine grüne dazwischen und da soll noch mal eine grüne dazwischen. Und jetzt eben noch mal, ach so, hat er schon erkannt, stand schon richtig. Gut, das ist also, wie nennt es sich, Face Match. Also hier Herausforderungen. Dann gibt es noch Rescramble, da kriegt man dann so ein komplettes, aufgeklapptes, ja, wie nennt man das hier, so eine Scramble-Abbildung und muss danach den Würfel lösen. Das finde ich ein bisschen schwieriger. Da finde ich so wie in der Weekly Competition, Match the Scramble, wo man dann einen verdrehten Würfel hat und muss dann den zweiten Würfel entsprechend lösen. Das finde ich, das geht noch, aber wenn ich mir dann in diesem Rescramble, ich kann es ja mal starten. Achso, jetzt muss das solved sein. Na gut, also dann lassen wir das jetzt mal lieber. Man könnte dann, man muss dann eben das nachbilden in dieser Abwicklung des Würfels sozusagen. Aber wenn ich dann gucken will, welche Farben gehören zu welcher Ecke zum Beispiel, muss ich ja da manchmal ein ganzes Stück mal weiterdenken. Finde ich ein bisschen anstrengend. Sehe ich auch jetzt nicht so ganz den Sinn drin. Schauen wir lieber, was die App hier sonst noch so kann.
Das waren die Wettbewerbe, hier waren die Rankings, das hier war die Startseite. Da gibt es einen Auflöser, den können wir jetzt mal nutzen, weil jetzt ist der Würfel ja verdreht und ich meine, das ist das... So, man muss die Mittelsteine suchen und jetzt berechnet er, wie man diesen Würfel wieder lösen kann, auch wenn man ihn nicht lösen kann, sondern nur die Notation beherrscht. Interessant auch da oben, dass immer alles ausgeraut, was noch nicht dazu gehört. F2. So, das waren 20 Züge. Glaubst du, dass ich es beim nächsten Mal schneller machen könnte? Ich glaube schon. Testen wir es mal. Ach so, da muss man hier Stopp klicken. Boah, sensationell. Ich habe den Würfel in 1,16 Sekunden gelöst. Ja, das macht mir mal nach. Okay, also so viel dazu. Dann gibt es Statistiken, die man aufrufen kann. Kann man gucken, wie oft hat man was hier schon gemacht. Alles ein bisschen, naja. Gesamte Spielzeit, 3 Stunden habe ich damit schon vertrödelt. Gesamte Bewegung 373, das glaube ich allerdings dann nicht ganz. Nur 4 Lösungen glaube ich auch nicht, also da zählt dann nur bestimmte Bereiche mit. Okay, so, was haben wir denn noch? Dann gibt es hier einen Game-Bereich und da hat er 4 Spiele im Moment und 5. steht hier Coming Soon. Fangen wir mit dem Cubicizer an, ein Synthesizer. So, Lisa hat ein kleines Lamm, das kann man dann nachspielen. Jetzt hört man nicht viel. Okay. Das war falsch rum. Okay. Na toll. Oder an die Freude. Jetzt kommt der Beethoven. Was? Na gut, das war Gitarre, Klavier. Nehmen wir mal das 3. Stück. Zum Geburtstag viel Glück. Weiter geht's nicht. Okay, also, wer es mag von mir aus, kann auch auf Schlagzeug gehen. Naja. Okay, sparen wir uns den Quatsch. Das nennt sich Cubicizer, dann gibt es hier Paint It. Ich glaube, dafür wäre besser wieder gelöst. Können wir mal ganz kurz erledigen. Okay, also nächster Bereich hier nennt sich Würfelkunst. Und da muss man verschiedene Formen nachbauen. Ihr seht, also die ersten sechs habe ich schon mal gemacht. Ne, 5 habe ich gemacht. Baby ist freigeschaltet. Und dann, also die weiteren höheren sind noch verschlossen. Nehmen wir mal Putzle. So, und dann sieht man hier diese Felder.
Und hat für das Feld Nummer 1, glaube ich, 60 Sekunden Zeit. Das sollte ja zu schaffen sein. Also das muss man anklicken, glaube ich. Das ist direkt fertig. Hier will er zwei gelbe haben. Hier will er wieder gelb komplett haben. Jetzt will er grün da drin haben. Und dann will er weiß wieder komplett haben. Jetzt will er gelb in rot haben. Dann halten wir es mal so rum. Dann will er rot in grün haben. Und dann will er rot wieder komplett haben. Okay, und damit habe ich das geschafft und kann in die nächste Stufe. Selbe System. Rot ist schon komplett. Jetzt fängt es ein bisschen schwieriger. Jetzt will er auf der einen Seite rot haben und auf der anderen gelb. Jetzt will er wieder beides gelb haben. Jetzt will er wieder eins rot und eins gelb. Ach ne, auf der weißen Seite. So, Entschuldigung. So. Und weiß wieder komplett. Und dann wieder eine Seite gelb und die andere rot. Und dann wieder alles gelb. Das ist jetzt unten. Und dann wieder eine Seite rot und die andere gelb. Und dann wieder alles rot. Okay, das ist also jetzt ein tolles Muster, was wir da haben. Okay. Wenn ihr meint, so, dann gibt es außer der Würfelkunst, gibt es dann hier das Simon. Ich meine, das ist Senso, das Spiel. So, aus irgendwelchen Gründen hält man hier bei Rot nach vorne und Weiß nach oben. Muss immer die Melodie nachspielen. Die wird immer einen Ton länger. So, ich drehe jetzt mal was Falsches. Verfehlt. Okay. Achso, er macht aber trotzdem noch weiter im Level. Ich will aber nicht mehr. Gut, das ist das Sensor-Spiel. Dann gibt es Cube Hero, das erinnert noch am ehesten an ein Videospiel und dabei hat hier der Würfel wirklich nur noch Controller-Funktionen. Jetzt zeigt er einem die verschiedenen Drehrichtungen, kennen wir schon. Fangen wir mit einem einfacheren Level an. So, Lage stimmt. Und jetzt kommen diese Dinger angesaust und da muss man immer rechtzeitig den linken, den rechten, entweder nach oben, nach unten immer in die richtige Richtung drehen. Jetzt nach unten die rechte Seite. Jetzt kommt der obere. Na, da war ich zu schnell. Ah. Okay, System ist vielleicht klar geworden. Ja, wer also keine Videokonsole von seinen Eltern geschenkt kriegt, der kann dann hiermit eine Videospielkonsole simulieren. Ja, finde ich alles ziemlich entbehrlich, aber vielleicht macht es dem einen oder anderen Spaß. So, dann gibt es hier noch ein fünftes Feld hier unten und das ist das Tutorial, deswegen hier dieser Doktorhut. You can do the Rubik's Cube. Und da kriegt man die Grundkenntnisse beigebracht, was sind Center, was sind Kanten, was sind Ecken und dann die Notation. Das weiße Kreuz, da fangen sie aber an immer mit dem Daisy, also hier mit der mit dem Gänseblümchen. Und da geht es dann auch schon los. Können die ja nochmal öffnen. So, also grün nach vorne. So, jetzt erzählt er einem, wie das gehen soll. Und das ist der erste Schritt, ne? Also das berühmte Gänseblümchen. Und da oben ist das das Ziel und ich soll den jetzt so halten anscheinend, ja. Okay, gelbe Seite nach oben und eine Kante ist schon richtig. Das ist natürlich jetzt gegenüber einem Videotutorial oder so nett. Der sieht genau, wie der Cube aussieht, den er jetzt gerade jemandem beibringt. Okay, versuche alle Kanten um das gelbe Mittelstück herum zu bekommen. Okay, dann machen wir das doch mal eben. Wo ist denn die letzte? Wo ist denn die letzte? Ha, dein Daisy sieht super aus. Okay, weiter. Und jetzt kommt dann auch schon die Aufgabe, jetzt diese einzelnen
weißen Kanten an der richtigen Stelle runterzudrehen. Und da fängt es jetzt an, finde ich, ein bisschen. Okay, da erzählt einem der Felix erstmal, wie es geht. Video überspringen. So, drehe deinen Würfel so, dass die grün-weiße Kante dir zugewandt ist. Da ist sie. Okay. Halte die obere Ebene fest, das hat er auch vorhin in dem Video so gezeigt. Und jetzt suche ich dann so lange. So, und jetzt sagt er, ich soll F und F machen, also zweimal F, damit er unten steht. Yeah, und jetzt soll ich die rote nehmen. Und da muss sie hin. Und wenn ihr jetzt denkt, man könnte vielleicht auch für ein F2 links rumdrehen. Nein, links rum ist falsch. Selbst wenn ich es schon ausgeführt habe, nein, nein, das muss ich zurücknehmen. Und dann muss ich das Ganze rechts rumdrehen. Und da merkt ihr auch schon die Grenzen von dem Tutorial. Also das finde ich dann schon sehr kleinkariert. Ne? Oder wenn ich jetzt hingehen würde und würde jetzt zum Beispiel erst die orange Kante nehmen. Was hat er jetzt? Ich soll irgendwas zurücknehmen. Ach so, weil ich war jetzt zu schnell. Ich muss erst klicken. Und jetzt soll ich... Ich nehme jetzt mal die orange. Nein, das ist falsch. Das darf ich nicht tun. Nein, das darf ich nicht tun. So, jetzt habe ich zwar das Kreuz, aber der sagt, ich muss jetzt erstmal ein F2 machen. Und dann muss ich auch nochmal ein L2 machen. Und dann darf ich ein FF machen. Und dann darf ich ein... Dann darf ich jetzt nicht etwa das L2 machen, sondern dann muss ich... Doch, jetzt haben wir es. Großartig. Also ihr seht, da erlaubt er den Leuten wenig Freiheitsgrade. Wenn dann einer das Prinzip verstanden hat und wird dann von der Software gebremst, das finde ich ein bisschen mager. Okay, aber vielleicht kann man es damit ganz gut lernen. Ich empfehle es trotzdem. Wollen wir jetzt nicht. Wie komme ich da wieder raus? Also, dann gibt es immer noch so Theorieübungen hier. Welcher Stein gehört da unten hin? So, das ist weiß, orange und blau. Der hier. Yeah. So, da kommt man wieder raus auf die Seite und dann kann man hier das mal. So, also nochmal im Schnelldurchgang. Hier gibt es irgendwelche Rankings. Also ich stehe hinter Platz 999, so tief unten, dass man nicht mal eine Nummer dran schreibt. Und dann gibt es hier den Wettbewerbsbutton. Und Rubik's tut es nicht mehr. Wenn ihr da euch qualifizieren wollt, sagt er Qualification End. Weiß ich also nicht mehr genau, warum die es noch drin lassen. Dann der Spielebereich und das Tutorial. Ja, das ist sozusagen die Original-App. Finde ich jetzt so lala. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr halt hier euch im Scrambling mit irgendwelchen Leuten messen. Was ich gut finde, das wollte ich noch erwähnen, dass er sozusagen, also auch in den Matches, wenn jetzt mein Würfel so halb gescrambled schon ist und ich will aber im Match jetzt mit jemand anders mich messen, dann sollen ja beide die gleiche Ausgangsstelle haben. Dann sagt er aber nicht, löst den erst, damit ich dann jedem den gleichen Scramble gebe, sondern dann rechnet er quasi aus, wie ich aus dieser Ausgangsstellung auf den gleichen Zustand für den Wettbewerb komme. Das finde ich ganz gut gemacht. Aber diese Wechsellein hier immer zwischen Hoch- und Querformat, die finde ich ein bisschen so. Und also, dass er da ständig wechselt, das finde ich ein bisschen traurig. Ne? Das ist nicht gerade professionell. Und auch, dass man im Tutorial immer die Finger wieder vom Würfel nehmen muss, um auf Verstanden zu klicken, das finde ich auch nicht ganz optimal gelöst. Jetzt spielen wir mit Jaden Torres. Ach so, ich sollte mal die richtige Lage nehmen. Interessanterweise hat der Herr Torres 28 Züge zu machen und ich habe hier nur 19 Züge zu machen. Das kann man auch mal hinterfragen, ob das dann ein fairer Wettbewerb ist. Gut, das mag erstmal hierzu genügen. Im nächsten Video werde ich zeigen, wie das Ding
zusammenarbeite mit Cubist, aber Cubist habe ich ja auch schon in dem Video hier für den GigaCube gezeigt. Das heißt, da werden wir dann in Cubist ein bisschen auf noch ein paar extra Funktionen eingehen, denn ansonsten würde ich ja genau das gleiche erzählen. Ja, das war es zur Original Rubik's Connected App. Was man vielleicht noch kurz erwähnen sollte, dass die ja in Zusammenarbeit mit GoCube entstanden ist. Das steht hier unten, under license from GoCube. Und wer mag, kann ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, falls jemand den GoCube hat, ob die App eigentlich gleich aufgebaut ist oder ob es da Unterschiede gibt. Das ist jedenfalls die einfach Rubik's Connected heißt. Ja, das war's. Bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch was. Tschüss.